grundsätzlich ist die Sadaqa bei der Familie sollte angestrebter sein als anderes. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Sadaqa ist ein Dinar, den du auf dem Weg Allahs gibst. Ein Dinar, den du, ich glaube, er sagt, ich bin mir nicht mehr sicher, den Fuqara und Masakin gibst. Also ich bin mir nicht mehr sicher. Und ein Dinar, den du deinen Angehörigen gibst, und das ist der beste davon. Auch eine Frau kann ihrem Mann Sadaqa geben. Abdullah ibn Mas'ud, er war bedürftig, seine Frau war etwas wohlhabender als er. Es zeigt auch, dass die Frau ein eigenes Vermögen haben kann. Ne? Nicht wie manche vorstellen, das Vermögen der Frau auch mein Vermögen. Frau hat kein Vermögen. Naja, die Frau hat eine eigene Tasche, du hast eine eigene Tasche. Das, was ihr gehört, gehört nicht dir. Natürlich, wenn man teilt und so weiter, ist schön und gut, aber du hast keinen freien Anspruch darauf. Also, wenn du willst, nehme ich davon. Ja. Deswegen, er sagte zu seiner Frau, sie wollte Sadaqat geben, rausgehen, er sagte, ja, gib sie mir doch, gib sie mir, wir sind auch bedürftig. Dann sagte sie, nein, bis ich den Propheten sallallahu alaihi wasallam frage. Also ob sie ihre Sadaqat auch an ihren Mann geben kann. Ist es das gleiche, wie wenn sie das anderen gibt? Ja.